Ist Abu Hanifa ein Rahimahullah Ta'ala, ein vertrauenswürdiger Großgelehrter? Natürlich ist er ein vertrauenswürdiger Großgelehrter. Er ist einer der Großgelehrten von Ahl Sunnah al Jama'a. Und natürlich die Gelehrten, die Großgelehrten, natürlich ehren Abu Hanifa für sein Wissen und für seine Dawa und für sein natürlich Bemühungen, dass die Leute den Islam richtig lernen. Aber dass einige Gelehrten bezüglich Hadith-Lehre Abu Hanifa kritisiert haben. Ja, Abu Hanifa radwanallahu alayhi wa rahimahullah ta'ala war kein Hadith-Gelehrter im Sinne, dass er Hadithe überliefert hat wie die anderen Gelehrten. Natürlich, er hat die Hadithe gelernt und er hat die Hadithe verstanden, aber er war nicht jetzt wie zum Beispiel Imam Ahmed, dass er Hadith-Gelehrter war. Das wird, er hat Hadithe gelernt und so was. Und Abu Hanifa in seiner Zeit waren die Hadithe nicht so gesammelt wie in der Zeit von Imam Ahmed zum Beispiel. Das war schon besser. Und dieser Barakallahu fikum sagt nachhin, dass einige Gelehrten Abu Hanifa in bestimmten Themen kritisiert haben. Das heißt nicht jetzt, dass alles, was sie gesagt haben, stimmt, aber da müssen wir aber aufpassen in diesem Zusammenhang. Weil er nicht so viele Hadithe bekommen hat wie die anderen Gelehrten, dann musste er viel Qiyas machen und viel Analogieschluss machen. Aber mit Sicherheit, ohne Zweifel, ist Abu Hanifa ein Großgelehrter dieser Umma und er ist ein Gelehrter von Ahlus Sunnah wal Jama'a. Und wir nehmen, was er gesagt hat, und natürlich die Regel bleibt, egal wer, wenn er etwas in der Religion sagt, dann muss man die Beweise betrachten, was die Person gebracht hat, und dann kann man sagen, dann, ob dies richtig oder falsch ist.